hier auch einen Diamanten finden, stimmt's? Könnte gut möglich sein. Irgendwie wird schon wieder dunkel. Das gibt's ja nicht. So, Simpsons gucke ich gern, aber die alten Folgen hängen mir mittlerweile zum Hals heraus. Muss man irgendwo sagen. Oder die Mittelalten. Die ganz Alten kommen ja nicht mehr so oft. Deswegen freue ich mich eigentlich jedes Mal drüber. Wenn mal wieder neue kommen oder wenn mal wieder die ganz Alten kommen. Eins von beiden. Finde ich cool, die Serie. Die hat was. So, irgendwie kommt auch nichts mehr Inseliges oder sowas um die Ecke. Ah, wir sind mitten im Ozean. Alter. Ja, bei mir ist halt auch immer die Frage, ob ich dann montags auch dazukomme, ob ich die gucken kann oder nicht. Meistens in der Spätschichtwoche kann ich die natürlich gar nicht angucken. Das nervt mich halt ein bisschen. Alter, wie weit fahren wir? Weit. Mittendrin wird zu Ende der Welt kommen und flupp, fall mal runter. Genau. Da warte ich drauf. Brauchst du eigentlich noch immer Redstone? Ich hab ne fülle Kiste voll. Ach so. Bau aber ruhig ab, ich kann nie genug haben. Da kommt ja wirklich gar nichts auf dem Meer. Also ich sehe auch nichts. Ja, das hat das Meer an sich, ne? Ja, aber so groß. Ja, das soll ja beim neuen gleich dann immer ganz so extrem sein beim Theater. Ah, da hinten kommt was? Ja, das kommt drauf an. Nur so eine Mikroinsel. Es gibt aber dann, meine ich, das eine, das nicht so großflächig ist. Ich meine aber, dass es eben auch das Meer gibt, das extrem krass groß ist. Das ist Ozeanbiom so quasi. Ja, weil jetzt sind wir in einem Ozean drinnen. Ja, der ist riesig. Wenn man mit große Biome spielt, dann dauert das ewig. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Biome, oder? Wir haben normale Biome eingestellt eigentlich. Wir haben so früh angefangen, dass wir keine großen Biome auswählen konnten. Ah ja, okay. Stimmt. Also ich bin ja da seit der 1.0 bin ich jetzt hier wirklich in dieser Welt. Es war Folge 119 oder sowas. Seitdem, Diamanten. Ja, gut. Sammel. Ich habe mal mit Freunden gespielt auf einem Server. War mal in der Schneewelt, großes Biom, und gleich daneben ist noch einmal ein großes Biom mit Schnee. Oh, das ist ja natürlich da auch. Da war man dann richtig lang unterwegs, um da rauszukommen, irgendein Dorf zu finden. Ich bin ja froh, dass das nicht so ungefähr abläuft wie bei Don't Starve, dass du in der Kälte erfrieren kannst. Kommt vielleicht noch. Ja, wenn das kommt, dann hau ich Notch, ohne Scheiß. Dass man zumindest mit Rüstung dann rumrennen muss. Ja, mit einer Eisenrüstung. Ganz nackt. Mit einer Eisenrüstung im Winter. Ja! Die hält so schön warm. Ah, aber Leder. Leder, eine schöne Lederrüstung. Dann hätte die auch mal Sinn und Zweck. Alter, da kommt ja gar nichts. Ach, keine Inseln? Überhaupt nicht. Ich warte drauf, dass wir so weiter schippern und mittendrin so eine Klippe kommen und wir so plumps. So das Ende der Welt. Vielleicht wäre es besser gewesen, durch den Nether zu gehen und irgendwo im Nether wieder rauszukommen. Ja, ich hätte ja ein zweites Nether-Tor, aber das wäre eine ganz andere Richtung gewesen. Ja, aber dann nochmal ein neues Nether-Tor bauen. Im Nether eine andere Richtung einschlagen, als du bisher gegangen bist, und dann einfach mal schauen, wo du hinkommst. Bei meinem Glück komme ich wieder an derselben Stelle raus. du bist auf TS, ich sehe dich. Warte mal kurz, ich füge dich hinzu. So, komm mal, so. Guten Tag, Piggyfax. So, Hallo. Hi. Hallo. So, ich muss, glaube ich, noch ein Stück lauter stellen. Wie jeden von denen, die hier mitspielen. So, ich glaube, du brauchst eine Stufe von 11,5. So. Sprech. Kann sein. Ah ja, perfekt. Finde ich gut. Okay. Finde ich gut. Ich habe das, glaube ich, schon im Gefühl, wer was braucht. ja. Die richtige Dosis. Dann müsstest du am besten mir mal eben schnell in Teamspeak eine Message schicken, wie du in Minecraft heißt, weil dann kann ich dich auf den Server in die Whitelist packen. Ja, und dann bist du ein bisschen mit Julia Trin unterwegs, würde ich mal sagen. Die Julia Trin ist ganz, ganz weit weg, ne? Das ist mein Problem wir gerade. Auch irgendwo. Okay. Was machen?
Wie macht man das dann? Du kannst ja dann den Server-Ding machen, dass er zu dir hin... Ja, genau. Ihn doch zu dir. Ich bin mitten unter der Erde und grab mich... Und wir sind mitten im Meer. Naja, beides kacke. Es ist gerade blöd, ja. Wie macht man das jetzt? Ich bin echt froh, dass man auf dem Meer nicht hungern kann, also im Boot drin. Geht das nicht? Nee, da ist voll die Kauleiste ist weg. Also die Hungeranzeige. Einfach das verschwunden. Das weiß ich gar nicht. In welcher Version überhaupt? 1.64. Okay. Okay. So. Du bist unter der Game Cloud drin, oder was? Unter TeamSpeak? Unter dem komischen Zusatzgedöns, das man da installieren konnte, oder? Ich? Ja, genau, weil du das komische rote Zeichen neben dir hast. Das, ja, dieses Wolfszeichen. Ja, genau. Ja. Hallo Lane, ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Da kommt ja wirklich gar nichts. Wie lange sind wir jetzt schon über das Wasser unterwegs? Wie lange wollt ihr das denn noch machen? Keine Ahnung. Ja, da sehen. Es gibt's ja nicht, da muss doch irgendwann mal was kommen. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz schauen, wie weit ich noch vom Dorf weg bin. 166 Meter. Du könntest dich ja so lange schon mal im Dorf umschauen. Ich bin dann bald bei dir. Und dann kannst du mir gerne helfen, mein Geheimprojekt weiter fortzusetzen, weil es weiß bisher noch niemand, was ich hier mache. Okay. Ach so, das ist ja schön. Ja, außer du weißt es. Ich weiß es nicht. Oder? Ja, im Grunde weiß ich, was du vorhast, weil du es ja mehr oder weniger gespoilert hast, aber so im Direkten nicht. Delfino, wo bist denn du? Ich sehe dich gerade. Ich bin hinterher, aber du bist irgendwie weg. Ja, ich denk's mir gerade. Ich dachte mir so, ich könnte mal drüber hinweg gucken. Aber ich fahre in die gleiche Richtung. Also. Wirklich? Richtung Norden, ja. Norden? Ja. Bis zuletzt. Ja, kann man sagen. Wenn ihr so weitermacht, wäre es fast besser, wenn ihr euch einfach ins Dorf zurückteleportet und in eine andere Richtung und einfach weitergeht. Ja, wäre wirklich fast bald angebracht. Weil, wie spricht man den Minecraft-Namen aus? Vize? Oder? Ja, müsste Vize sein, weil... Ja. Weil er hat mich ja vor ein paar Tagen schon angeschrieben. Er hat mich ja vor ein paar Tagen angeschrieben, dass er dann Vize ist. Dann könntet ihr euch ja zu ihm... Zu ihm teleporten, dann seid ihr im Dorf. Befehl, den kannst du ja... Der ist ja nicht so schwer. Delfino, ich glaube, du bist in eine andere Richtung unterwegs. Warte, ich fahre eigentlich immer nur geradeaus. Ja, ich eigentlich auch. Du müsstest mal stehen bleiben, dann komme ich näher wahrscheinlich. Ja, ich stehe hier schon ein bisschen. Wir hören nicht so viel von dir, immer nur so Halbsätze. Scheint ein bisschen schlechte Verbindung zu sein. Ja, könnte gut möglich sein. Weil komischerweise bei ihm das Symbol immer aufploppt, dass er gemutet ist und dann nicht mehr und dann schon wieder und dann nicht mehr. Okay. Komisch. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Okay. Ja, denn du hast halt in deinem Teamspeak oben in der Leiste dieses Symbol fürs Mikrofon und da kannst du draufklicken und so machst du dich, mutest du dich und entmutest du dich. So, das Lied mal überspringen. Hört ihr mich jetzt wieder, oder? Ja. Jetzt? Sehr gut. Jetzt warst du kurz wieder weg. Ach, das, er hat Ding drin, Voice-Erkennung. Ach, okay, dann musst du unter Einstellungen oder Push-to-Talk, eins von beiden. Ja, da wird Push-to-Talk drin haben. Voice-Erkennung ist es nicht, da ist bei Push-to-Talk hat er wahrscheinlich aktiviert. Delfino, was ist denn los mit dir? Hier bin ich. Also bei mir bewegst du dich gerade nicht. Ich bewege mich auch nicht. Du sollst auch zu mir kommen.
Pigifax, geh mal oben im Teamspeak unter Einstellungen. Und wenn du unter Einstellungen auf Optionen gehst und links auf Aufnahme, dann kannst du dort Sprachaktivierung auswählen. Schau mal, ob da bei dir Push-to-Talk aktiviert ist. Irgendwie backst du gerade rum, Delfino. Ah, ich versuche zu dir zu fahren, aber ich kann... Du fährst immer her und dann, keine Ahnung, so flupp, bist du wieder 20, 30 Meter zurückgeflogen. Ja, das war zuerst auch, wie ich dich verloren habe. Du warst hinter mir und plötzlich vor mir und dann weg. Ja, das muss man drauf haben, ich hab Turbo im Arsch. Okay, hört ihr mich jetzt wieder? Ja, da war ein komisches Fiepen gerade kurz auf dem Ohr, aber jetzt geht's. Hattest du Push-to-Talk aktiviert? Nein, ich hatte Sprachaktivierung. Das geht aber normalerweise, also ich habe auch immer Sprachaktivierung. Glaube ich, habe auch die Sprachaktivierung, glaube ich auch. Ich habe jetzt einfach mal Dauersenden gemacht. Okay. Das geht auch, glaube ich. Hast du externe Boxen am Computer? Bist schon wieder weg. Ja, da ist irgendein Problem. Es kommt immer noch. Hast du denn den Stream momentan noch laufen? Nee, habe ich nicht mehr. Okay. Trotzdem hör mal doppelt. Ja, da wird das wird der Lautsprecherausgabe sein. So. Delfino, ich komme mal zu dir, wenn du es nicht schaffst, dass du zu mir kommst. Das ist ein sehr komisches Geräusch, das man da immer wieder hört. Man kann mit dem Boot keine Kurve fahren. Doch, kann man. Indem das man hinguckt, wo man hinfahren will und dann noch lenkt. Bist du nett. Wer, ich? Ja, du. Ich bin nett. Da kann man eine Kurve fahren, indem dass man da hinguckt, wo man hin will. Oh, ich war fast zurück. Ist zwar ein beschissener Wendekreis, aber es geht. Stimmt. Man sollte nicht nur lenken, sondern auch schauen. So, ich... Wenn man nur lenkt, fährt man einen großen Wendekreis. Wenn ich lenke, dann rührt sich gar nichts. Also wenn ich recht... Wenn man Geschwindigkeit hat... Kann man auch lenken, links, rechts. Nee. Dann fahrt man so einen großen Bogen. Ich komme irgendwie nicht näher. Fährst du gerade? Also ich sehe dich vor mir. Ja, ich sehe... Du fährst vor mir weg auf der Karte. Ich fahr zu dir hin. Meiner Sicht fahrst du weg. Ich sehe dich. Jetzt steige ich auf einmal aus dem Boot aus. Was soll der Scheiß? Hey, mein Boot ist weg. Ja, da waren die Tintenfische. Du bist vorhin die Tintenfische. Da war kein Tintenfisch. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Ganze Familie. Ja, Pigifax, das wird. Jetzt rauscht's richtig. Ja. Das hört sich gar nicht gut an, ja, das. Das ist blöd. Hast du irgendwie Boxen in der Nähe an oder sonst was? Dann dreh die bitte runter. Weil das gibt natürlich nette Rückkopplungen. Du kannst ihn ja so lange mal kurz muten von dir aus, dann hörst du es zumindest so nicht. Ja, wenn ich nicht schwimme, dann gehe ich unter. Ja, okay. Abwesend, okay. Jetzt kaputt. Na, er ist abwesend gegangen jetzt. Warten. Packt Minecraft bei euch auch gerade rum? Ja, total, weil wir irgendwie nicht zusammenkommen hier. Mein Boot ist weg und ich komme Delfino irgendwie... nicht näher. So, ich fahre da gerade hinten gleich rein. Du fährst mir hinten rein? Wie geht das? Ich hab dich vor mir. Ich glaub, dass ich dich vor... Was ist dann da vorne? Ist es... Scheiße, ist es Herobrine? Verfluchte Axt. Jetzt bist du weg. Ich stell mich jetzt darüber auf die Insel. Was? Du bist direkt neben mir? Ich sehe dich nicht. Wow, ich habe eine Insel gefunden. Eine Mikroinsel. Die ist 2 auf 2 Meter. Ich fahr auch zu ihm so mal. Also ich glaube, ihr solltet euch wirklich zurück teleporten. Ja, ich glaub's auch bald. Mein Boot ist weg. Wieso auch immer. Achso, ja, Entschuldigung, Login Lane. Ich hab vergessen, dich wieder zurück zu begrüßen. Das tut mir leid. So. Backt der Server bei euch immer noch? Ich bin aus dem Boot ausgestiegen und, keine Ahnung, 30 Blöcke von der Insel plötzlich weg.
Jetzt für Insel jetzt. Bei Pikifax haut's irgendwie nicht hin. Nee. Warte mal. Da kommen ein Problem nach dem anderen. Ja, der Server geht jetzt gerade immer schlechter. So. Ich habe jetzt Pikifax erstmal total lautlos gedreht. Ah, Delfino, endlich, ich sehe dich mal wieder. Ja. In der Nähe. Super. Dafür ist das Boot jetzt weg. Ja, meins auch. Ja, es war da und es ist, keine Ahnung, hat sich wegteleportiert. Achso, Pikifax ist rausgegangen. Ja, gerade ich am Stream eigentlich noch rennen, sollte ich eigentlich ausmachen. So, Schatz, wo bist du gerade unterwegs? Ja, ich versuche jetzt gerade hier wieder rauszukommen. Bist du ja auf dem Server gerade wieder eingetreten? Ich kann einen Baum pflanzen, weil ich rausgegangen bin, weil ich durch das Gebacke sonst gestorben wäre. Ach so, okay. Weil ich im Wasser steckte. Da ist es nicht gut, wenn es dann plötzlich das Backen anfängt. Ja, ist klar. So, ich pflanze ein bisschen Gras an. Wir haben immerhin einen Baum jetzt auf der Insel. Ja. Ja, wie machen wir das dann mit der Whitelist zu lange? Soll ich den trotzdem in der Whitelist lassen? Ja, lassen fürs erste Mal droben, wenn ein anderer rein will, dann kann man ja dann noch raushauen oder noch drin lassen, dabei ist ja auch Wurst. Können wir nachhinein dann immer noch rausnehmen. So, wo stehst du denn, Schatz? Ja, ich bin noch immer unter Wasser. Ich muss unter Erde. Ich muss jetzt kurz mal hier das Wasser abdrehen, damit ich hier überhaupt weiterkomme, weil ich verpflanze mich jetzt hier total. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren, weil sonst habe ich hier echt ein Problem. Sonst finde ich den Weg nicht mehr zurück. Ja, dann habe ich mir die ganze Arbeit völlig umsonst gemacht, wenn es so weitergeht. Ja. Währenddessen machen wir hier Skyblock nach, oder? Ist auch mal eine Idee. Verdammte wo komme ich dann jetzt her? Wir sind wirklich hier mitten ich nicht im her. Nichts. Ja. Ich habe bei der Minimap jetzt ganz rausgezoomt. Da ist nicht weit und breit. Das ist brutal. Es war aber auch nichts. Wir sind außer locker 10 Minuten mit dem Boot gefahren. Entweder hat uns der Server immer wieder zurückgeschmissen, dass wir nicht weitergekommen sind. Ja, das habe ich bei Krank auch einmal gesehen, wo er, keine Ahnung, halbe Stunde, 40 Minuten in eine Richtung gefunden hat. Es ist brutal, es ist unbegreiflich, das ist so ist normal Minecraft nicht. Aber Ozean, die können böse sein. Der Bagger war jetzt natürlich für mich unheimlich negativ, weil ich bin die ganze Zeit im Wasser drinne gewesen. Und habe jetzt total die Orientierung verloren, wo ich jetzt eigentlich hier rausgekommen bin. Ah, TP-Spawn, stimmt ja. TP-Spawn, dann sind wir in der Welt wieder. Warte, ich guck mir mal den richtigen Ding an. Keiner interessiert sich für mein Problem. Entschuldigung, Schatz. Das war jetzt echt gerade bescheuert. Ich weiß gar nicht, wie soll ich jetzt hier wieder... Oh, toll, dann habe ich mir die ganze Arbeit umsonst gemacht, wenn ich jetzt den Eingang nicht wiederfinde. Diesen blöden Gebagge gerade. Ja, ohne Scheiß, in der Befehlsliste ist aber nicht unbedingt TP-Spawn drin. Sehe ich gerade. Ja, es kann sein, dass vielleicht Nitrado den Befehl nicht kennt oder er ist halt eben da einfach nur nicht eingetragen. So, nee, ich probiere es jetzt einfach mal, Just for Fun einzugeben. Wenn ich jetzt das T finde. So, ich habe es gefunden. Dann kommt da, so, TP. MG 1987. Spawn. Ach, verdammt. Spieler konnte nicht gefunden werden, okay. Ja, TP, du brauchst jemanden im Dorf. TP. Oder die Koordinaten. Geht normalerweise oder die Koordinaten, auch. Stimmt. Normal 000, oder? Meistens, aber nicht immer. Wirklich? Normal schon, ich dachte schon. Wie mache ich das dann? Wo steht das dann? TP, du. Oh Mist, jetzt bin ich hier auch nur im Kreis gelaufen. Mann, das ärgert mich jetzt. Dieses blöde nur Gebacke. TP-Spawn. Okay, probiere ich mal. Nur TP-Spawn. TP. Spawn. 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 Nee, Spieler konnte nicht gefunden werden. Ja, dann mach TP, deinen Namen und dann den Namen von Vize. Dann spawnst du dich zu Vize hin. Ach, Vize steht ja im Dorf. TP.
Mein Name ist GMG 1987 Vize. So, ich stehe in Vize drin. So. Ah ja. Oh Gott sei Dank, ich hab's gefunden. So, dann muss ich natürlich Delfino auch noch hier rüberschicken wieder. Hoch. Na, T. So. TP. Scheiße. Ich weiß gerade den Namen nicht. Delfino 1977. No, 19? 77? Yep. Vize? Ja, jetzt. Wir sind zu Hause. Ich sehe dich noch nicht. Ich sehe euch alle. Du siehst uns alle. Aua! Schlag mich nicht! Ich werde hier geprügelt. So. So sanft. Jetzt sehe ich dich. So. Jetzt dürfen wir uns was Neues zum Essen mitnehmen. Dann versuchen wir es mal in eine neue Richtung. Genau. Ja, und den Kompass. Erinnere mich an den Kompass. Ohne wäre scheiße. Noch einen Waypoint setzen. So, einen Kompass bitte. So, eine Chill-Lounge will ich erst nach den Pferden machen. Mann. So, ich hab jetzt den Kompass. Achso, ich brauche noch Essen. Ich hab noch ein paar Hühnchen. Huch, ich werf schon wieder 5 weg. So, hier kriegst du die Hälfte. Einen guten Appetit. So, was? Man sieht nichts. Uch, scheiße. Ich hab wieder mal den Nummernblock klugerweise benutzt. Da ist natürlich die Hälfte wieder weg. Vize macht sich wohl mit auf dem Weg, so wie es aussieht. Achso, ich hab Vize das Essen gegeben, oder? Hab ich dir was gegeben, Delfino? Was zum Essen? Jetzt gerade eben nicht, nein. Dann hier. So. Du wirst sicherlich auch noch Hunger bekommen. Mal wieder, ja. Ja, kommt ab und zu mal vor. So, was nehme ich denn noch Gutes zum Essen mit? So viel habe ich eigentlich nicht mehr zum Essen. Ja, ein paar Beilagen. Ah, Äpfel. Äpfel habe ich genug. Ich nehme 64 Äpfel einfach mal mit. So, dann können wir losgehen. So, in welche Richtung? Jetzt regnet es hier schon wieder. Jetzt. So, nochmal so einen schönen Move. Gehen den Leitern gleich nochmal. Stöcke wie ein Haar anordnen. Genau. Ah, danke. So, Niederschlag wurde umgestellt. Regnet aber immer noch munter. Es dauert immer ein bisschen. Ja, richtig ekelhaft hier. In welche Richtung wollt ihr denn? Welche sind wir zuerst gelaufen? In die sollten wir nicht gehen. Wäre vom Vorteil. Darüber sind wir gelaufen, also meine Blickrichtung. Dann einfach in die Gegenrichtung. In die Gegenrichtung? Okay. Dann gehen wir hier lang. Damit wir ja nicht dort wieder hinkommen. Ist auch sehr unwahrscheinlich dann. Oh, wir sind ja teilweise doch kreuz und quer in dem Kreis. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass es nervig ist, wenn immer groß geschrieben wird? Das ist wie wenn man jemanden anschreien würde. Das ist unhöflich. Ja, genau. Permanent schreien. Ich komme heute total wie eine zickige Frau rüber, stimmt's? Nö. Beschwer mich heute wegen fast allem. Nö, Schatz. Nö. 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 Wieder so finster, während das Licht abdreht. Ja, man sieht nichts. Ich hab's doch wieder eingestellt. Man sieht doch wieder alles, oder? Keine Ahnung. Ja. Hätte mich auch gewundert. Weil ich sehe ja im Hintergrund ein bisschen den Chat. So im Stream noch, der mitläuft. Bei mir läuft ja gerade alles. Minecraft, Stream, Chat, Teamspeak und noch das Ding, der Open Broadcaster. So richtig schön voll alles. Bei mir rennt jetzt nur noch Minecraft. Da, keine Ahnung. Kein Problem. Sag mal so, ich wäre aufgeschmissen, wenn ich keinen zweiten Ding hätte. Keinen zweiten Monitor. Ist doch kein Problem. Da musst du dich doch nicht entschuldigen dafür. Das kommt vor. Das passiert jeden Mal. Ich glaube, ihr rennt mir gerade schon wieder davon.
Du bist zu langsam. Bist halt auch nicht mehr der Jüngste. Entschuldigung, der musste sein. Oh nein! Aber da sehe ich was. Und so. Oh nein! Mein geheimnisvoller Gegenstand ist weg. Dein geheimnisvoller Gegenstand? Ich wollte ihn doch aufheben. So, ich muss mir mal ein paar Fackeln machen. Ich wollte ihn dann in den Rahmen packen. Was wolltest du? Da bin ich wieder. Minecraft-Chat gucken? Ach, Sophie schreibt mit, bei mir läuft im Gegensatz nix. Ja, gut, das kommt vor. Ja, da muss ich reingucken, hast du recht.